die Hauptquest weiter. Hoffentlich kommen wir da rein. So. Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Ja, dann. Let's go. Okay, gehen wir zu ihnen. Rede. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde so, ich... und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Far, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte! Vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu! Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Oh, immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen je passen, weil eure eigenen Lande euch umbringen? Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Nice. Hör dann. Let's go. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Hier lang, Aloy. So schnell. Muss ich mich voll beeilen hier. Auf den Feldern wird gekämpft. Ah, da. Ich sehe schon. Sollen wir helfen? Du kannst Gegner zu Boden werfen. Die Boden das sind keine normalen Maschinen. Okay. Schon mal gesehen. Wer soll ich jetzt helfen? Von der Absperrung kommen. Die anderen verteidigen rein dran. Wir müssen weiter. Okay. Also nicht helfen. Oh mein Gott.
Ah, ich sehe nichts. Okay, ach so, wir helfen doch. Okay. Ja, toll. Nein! Schock die Maschine! Genau! Ausschalten und weiter! Brauchst du mehr Munition? Oh mein Gott! Ja, ja, passt schon, passt schon. Könnte mir nicht besser gehen. Fast erschossen. So. Überall sind Maschinen. Ich weiß schon. Aber ich nehme jetzt erstmal kurz das hier mit. Schnell, schnell speichern. Warum nicht? Ne? Maschinen. Was Panzer? Okay. Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. In dieser Höhle steckt mehr als Minerva und ein vermisster Landgott. Einer von den Festes ist da. Warte mal kurz, vielleicht könnte ich hier was gebrauchen. Kann ich hier was? Nee, ich kann schnell weg. Was machst du denn? Ich brauche echt noch mehr Bären. Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Okay. Oh wow, da kommen ganz schön viele Maschinen. Mehr Maschinen. Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Okay. Was wollte der Brand haben? Na dann. Wir haben uns gewählt. Gott, wie viel sind das? Hilfe. Was? Ah, Mann! Lebst du noch, Nora? Naja. War schon mal besser. Ah, was ist denn das hier? Toll. Gerade wo ich einen Trank nehmen wollte, verdammt. Ich hätte echt mehr Bären mitnehmen sollen. So, was haben wir? Schwach gegen Blitzschock. Okay. Überall sind Maschinen. Warte, ich komme gleich. Ich muss mal kurz hier
Gegen Blitz, da könnte ich gucken, ob ich irgendwie diese... Mehr Maschinen! Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Ich probiere mal was aus. Weiß nicht, ob das geht. Dass ich mich an die Rand schleiche und dann so... die von hinten stiller schlagmäßig. Ja, ich glaube, das wird nicht. Naja. Ah, verdammt! Schon wieder. Elementarfesseln werden sie auslaufen. Heil. Bringt sie zum Explodieren. Okay, wo sind die denn welche? Ach, verdammt. Na toll. Na toll. Yeah. Okay. Besser. Okay, ich krieg das schon irgendwie hin. Vielleicht. Irgendwie komme ich da immer nicht so rechtzeitig weg von denen. Brauchst du Munition? Ja, vielleicht. Okay, mach das noch mal. Was denn? Du bist heute die Beute. Ah. Was hab ich denn hier? Was ist denn das hier für ein... Ah! Jetzt hab ich gedacht, ich bin smart und schieße ihn von da rein. Aber ich bin... Die sind anscheinend auch nicht so unschlau. Ich will nicht allein kämpfen. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich war vielleicht nicht smart, aber... Ah! Hätte halt auch nicht gedacht, oder was heißt nicht gedacht, aber Ohren zu kämpfen. Hier lang, Aloy. Wo lang? Hab das schon geschafft? Nee, okay. Hätte ich auch nicht. Vielleicht mal noch mit dem Säurepfeil. Ja. Ich kriege dich! Schauen. Mögen deine Probleme sein. Ja! Toll. Aber so wie es aussieht, fangen meine Probleme gleich gerade erst an hier. Oh, das wollte ich gar nicht. Das habe ich, glaube ich, aus Versehen gerade ausgelöst. Aber das ist okay. Für mich. Mann!
Das gibt's nicht. Komm schon. Blödes Vieh. Was ist er denn? Da. Ah! Hilfe. Viecher. Oh, so. Geschafft? Waren das jetzt alle? Nein. Natürlich nicht. Nee. Hier gerade. Achso. Nein. Bäh. Oh, ich muss echt aufpassen jetzt hier. Ah, lass mich in Ruhe. Echt hell. Oh, okay. Dann los. Ja, nicht so eilig, meine Freunde, ganz ehrlich. Ich will erstmal kurz hier das alles einsammeln. Und in der Hoffnung, dass ich hier noch irgendwo ein paar Bären oder irgendwas kriege, mich mir heilen kann. Oh. Schade. Mann, hätte ich das eher gesehen, dann hätte ich hier einfach... Okay. So, das kann man bestimmt auch noch gebrauchen. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Ach so. Stimmt, ich habe ja noch welche auf dem. Aha. Okay. Warte. So. Haha. So, immerhin wieder erstmal ein bisschen aufgefüllt. Nehme ich aber trotzdem alles mit, weil man weiß ja nie. Nö. Ich habe auch am Anfang diese Fässer überhaupt nicht gesehen. Ich meine, wenn nochmal sowas kommt, muss der ein bisschen besser drauf aufpassen. Ah, na toll, da oben geht's schon weiter. Wir sind fast da. So viele Maschinen kamen durch. Was ist mit den Verteidigern der Absperrung passiert? Tja. Wir sollten auf alles gefasst sein. Ah, der. Den hat's aber schon fast zerlegt. Okay, gut. Glück gehabt. Aber was geht da? Kann ich da was mitnehmen? Nice. Regen. Mal wieder. Mal wieder? Bisher hat es doch noch gar nicht geregnet, oder? Die Absperrung. Was davon übrig ist. So viele Tote. Wir trauern um sie, wenn die Zeit reif ist. Fürs Erste müssen wir weiter. In die Höhle. Okay, das kann ich schon auch durchsuchen. Ah. Schön, keine unten bei denen ging das nicht, aber vielleicht stand ich auch nur im falschen Winkel. Ich meine, was ich habe an Scherben, das habe ich, ne? So werde ich mich nicht beschweren.
Wir sollten nicht warten. Doch. Ich muss erstmal alles mitnehmen hier. Die nämlich Sachen haben, die ich gut gebrauchen kann. Die mir dann auch hilfreich sind gleich. Oh. Oh. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, was haben wir hier? Vertikale Schockfallen sind jetzt zum Herstellen und Platzieren verfügbar. Speziell fangen von fliegenden Zielen, also Gegnern am Boden Schaden zu fügen. Oh, für fliegende Ziele. Oh, das ist ein Traum. Dann kann ich da endlich diesen Vögeln vielleicht Herr werden. Oh. Wenn ich es bis dahin nicht schon wieder vergessen habe, ne? Mögen die Landgötter unser Eindringen vergeben. Ja, werden sie schon. Ich meine, wir sind ja auch hier, um die zu retten. Also so ist es ja noch nicht. Ah, da oben wächst was. Aber da komme ich nicht hoch. Mist. Was ist das? Eine Art Wand. Aus Licht. Ah, okay. Wir irgendwie drumherum. Ja. Ach so. Ich wollte, wenn das gleich der richtige Weg auch ist, dann nehmen wir doch den. Nein! Ah! Mist. Wie ging das nochmal? Ich muss dann sprinten, glaube ich, oder? Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit einem anderen Spiel? Ach so, oder ich kann. Ja, das könnte ich machen, aber da bin ich jetzt zu weit weg gewesen. Hä? Natürlich sind die gleich da oben. Mann. Okay, das kann jetzt einfach, das kann jetzt ein paar Stunden dauern. Ich habe gedacht, wenn man da... Weil ich kann doch da, wenn ich an der Kante hänge, kann ich ja rückwärts springen, ne? Ich habe gedacht, das ist der Plan. Aber... Irgendwie nicht... Das gibt's ja jetzt nicht. Ich werde einfach daran scheitern. Da kann ich nirgends hochklettern. Ich kann tatsächlich nur da und da hochklettern. Mist. Manu, wieso? Spiel, gib mir einen Tipp. Wie geht das nochmal? Ich will da rüber. Aber ist das schon so, oder? Ja. Ich kann da nicht springen, weil die immer im Weg steht. Nein! Bin ich einfach runtergerannt, das ist auch sehr schön. Das gibt's ja nicht, sonst ist sie doch immer so kilometerweit gesprungen, wenn ich da irgendwo an so einer Kante gehangen habe. Okay. Nein? Ein Server kann das gebrauchen. Ja. So. Jetzt nochmal. Nein, du sollst da hinspringen. Ah, das gibt's doch nicht. Hä? Ich bin echt zu blöd dafür. Also nochmal. Wenn jetzt hier an der Kante hängen. Und dann da. Nein, ah, jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Warte, häng dich da nochmal hin. So. Ah, geschafft. Da leuchtet schon was rot. Okay, Frage, oben oder unten? Die
versuch's mal hier lang. Okay, da ist auf jeden Fall. Hier ist eine Wand. Okay. Okay. Also das heißt, wir wären quasi dann sowieso auf den gleichen Weg rausgekommen. Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Ah. Überbrücke die Tür, ja. Aber nochmal hier gucken. Werkstatt Tau. Geht nicht. Verstehen, was daran vor sich geht, brauchst du das hier. Ach so. Oh, jetzt gibt's gleich ein Mindblow. Auf die Schläfe. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sir. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Den Kern dieses Orts finden. Ja, und diesen Kern finden wir in der nächsten Folge. Also bis dahin, tschüss!